Hallo, guten Tag. Also, wir haben mal nachgeschaut und tatsächlich ein Video gefunden, wo jemand in dem Raum was findet. Und deshalb gehen wir da jetzt nochmal hin und gucken da mal, weil nur anhand des Videos habe ich nicht verstanden, was er da eigentlich macht und was das mit dem Rätsel zu tun hat. Bogenschütze! Vielleicht stellt sich heraus, dass es gar nichts mit dem Rätsel zu tun hat. Ja, das befürchte ich so ein bisschen. Guck mal, ich dachte hier gerade die ganze Zeit, hier sieht der Busch anders aus. So, also hier. Ich dachte irgendwie, da geht's vielleicht durch, aber leider nein. Ich glaube, bei dem Spiel, man fängt nach einer Weile Sachen zu sehen. Also man ist nach einer Weile bescheuert. Oder dann schon so, was könnte denn? Und tralala. Ich habe keine Munition, ey. Keine Munition mehr! Scheiße, ich auch nicht. Letzte Kugel. Ist ja geil. Sie sagt shit, letzte Kugel. und hat dann aber gar keine Munition mehr. Ja, warte mal, kommen alle Gegner wieder zurück. Und wir haben, glaube ich, ganz gut aufgeräumt. Na gut. Und ich will nur zu dem Raum. Mhm. Aber weil wir jetzt durch die Welten gereist sind, ist das dann nicht sowieso resettet? Nee, ich glaube nicht. Okay. Warte mal, wir werden es ja gleich sehen. Also soll ich nochmal einen Geschützturm dabei? Weil bis jetzt ist alles ruhig. Ja, hast du recht. Sieht noch gut aus. Du hast aber auch keine Heil-Items mehr. Also es darf jetzt auch nichts schief gehen. Living on the edge, baby. Living on the edge. So und jetzt hatte er eine Wand gesehen in dem Video, wo nur die Kerzen stehen. Genau. Wenn du jetzt hier an der Seite stehst. Nee. Irgendwas hat er. Er hatte da in der Spiegelung eine Vase gesehen, die bei uns nicht ist, aber sehe ich nicht. Und dann ist hier irgendwie ein Ding falsche Wand. Purzelt. Nee, muss ja. Aber es ist die einzige Wand, wo Sachen so drin stehen. Du musst, das war jetzt auch meine letzte Munition. Also ist hier frontal rein, dann schaut er an die rechte Wand. Ja, auf die wir auch gucken. Ja, da hat er da hingeschossen und dann war da was drin. Und genau. Ist bei uns ist das ja überhaupt nicht. Oder ist das vielleicht noch an einer anderen Stelle? Dass es nicht jedes Mal das gleiche ist? Ja, das kann natürlich durchaus sein, aber wo, wieso, weshalb? Aber warte mal, schieß mal hier auf der zweiten. Schau mal, da ist diese eine bisschen bläulich. Ja. War aber nichts, oder? Ja. Stein des Scheid. Erhöht Fähigkeitenschaden um 12%. Och, das ist cool. Aber was ist denn, was hat das denn mit dem Rätsel zu tun? Nicht. Mit dem Text. Das ist doch totaler. Rein gar nichts. Also, what the fuck? Na, wir behalten es mal im Hinterkopf. Vielleicht ist das für wann anders noch irgendwie. Ich weiß es auch nicht, ey. Ich versuch's mir gerade zurecht zu lügen. Das war weird. Weird. Na egal. jetzt holen wir uns Munition und dann geht's zum einzig wahren König. Dann reden wir mal mit dem. Reden. Ja, der ist doch so verrückt, dass er ist doch aufnahmefähig. Doch gezeigt, dass er da, dass er mit sich reden lässt. Bin mir ganz sicher. Ich habe Vertrauen. Na dann. Als gläubiger Atheist habe ich Gottvertrauen. Wie es sich gehört.
Aber wir, also diesen Ritualisten-Dings, den will ich aber schon noch finden. Ja, also wenn du irgendwie einen Ansatz von der Ahnung hast, wie und wo, gerne. Danke. Aber, ja, jetzt haben wir natürlich wieder nicht dieses Element, womit wir die Tür ganz oben aufmachen konnten. Vielleicht bekommen wir das ja von dem King oder so. König. Weißt du noch den Weg zum König? Hoch. Ah ja, stimmt, hoch. Hoch hier nicht. Nee, ist ja auch eine Hochheit. Ich meine, Hoheit. Ach so, stimmt, hier über die Treppen. Einen noch. Alright. Ey, diese Tommy Gun ist richtig cool. Ja, die sieht auch gut aus. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz den Test machen. Achso, ja. Okay, ich war zu lieb. Okay, ist egal. Wollte mal schauen, ob der Hund schaltet. Tatsächlich die Taste berühren kann. Oder vielleicht hatte ich sie doch berührt. Ich habe es noch nicht ganz geschnallt. Hier kamen jetzt, glaube ich, nochmal relativ viele. Mhm. Schon wieder kaum mehr Munition da. Ja, die fressen einem das hier wirklich weg. So, hier. Ach genau, hier ging es bloß durch das große Tor. Dann müssten wir eigentlich in seinem Saal stehen. Bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ja, mal schauen, was er sagt. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht allzu begeistert ist. Weißt du? Er wirkte nicht gerade wie der verzeihende Typ. Nee, da hast du wohl recht. Dann ging es hier nach oben. So, jetzt mit dem Hund einmal. Wir sehen da. Ah, okay. Huch, er hat sich gerade die Luft aufgelöst. Ja, hat sich irgendwie so hingelegt erst noch. Sah aus, als würde er sich so hinlegen und dann löst er sich in Luft. Pop, weg. Das ist eine Arbeitsmoral. Hier nochmal Munition holen. Hier ist die Musik wieder sehr nett. So. Ja. Hat was. Ach, hier war dieser Saal auch noch, auch mit der verdrehten Welt. Stimmt, hier sind ja noch die Knöpfe, mit denen ich nichts machen kann, oder? Nee. Also siehst du, das fällt mir jetzt erst auf mit dieser verdrehten Welt. Und in der anderen liegen auch keine Leichen dann so. Ja, die sind nur in dieser. Naja, er hat doch auch irgendwie gesagt, dass da, oder sie hat doch auch gesagt, dass doch da halt diese zwei Welten verschmolzen. Miteinander verschmolzen. Genau. Und oder war das so, dass die Welt in zwei gerissen wurde? Ich glaube, das war, dass die verknüpft wurden. Die Fae und die Dao. Dran, so rum, schon. Also hier stehen die dann quasi vor dem. Strange. Aber gut. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Prügeln die Antworten aus ihm raus jetzt. Ja, ja. Ist deine Aufgabe erfüllt oder dein Leben? Ich habe Neuigkeiten. Eine Wahl wurde getroffen. Ein Schicksal besiegelt.
Sag es mir und bete. Oh, guck mal, ich kann ihn anlügen. Oh, witzig. Ich sehe deine Dialogoption nicht. Ich kann sagen, die Aufgabe ist vollbracht, Majestät. Ich kann sagen, Nimue war erbärmlich, nun ist sie tot. Ich habe die Dame vom See freigelassen, das war das Richtige. Da hast du dir selbst ein Bein gestellt. Ich habe Nimue freigelassen. Pass mal auf, ich mache jetzt mal. Die Aufgabe ist vollbracht, Majestät. Du lügst! Hast du wirklich geglaubt, dass ich eine offensichtliche Täuschung nicht durchschauen würde? Bist du töricht genug zu bezweifeln, dass ich überall Augen und Ohren habe? Meine Holzspeere gieren nach dem Blut von Eidbrechern wie dir. Du wagst es zurückzukehren, nachdem du deinen König verraten hast? Du widerliches, abscheuliches Wesen! Ich habe dieser verdammten Welt mein Leben gewidmet. Und dennoch lauert der Verrat an jeder Ecke. Ratten in jeder Wand. Verräter, die sich wie Insekten vermehren. Das wird nicht toleriert. Tod den Verräter! Schließe dein Frieden, du schmutziges Wesen. Na los, ich werde meinen Thron nicht mit deinem unwürdigen Blut besudeln. Hui. Ich würde schon sagen, hier kämpfen wir doch garantiert nicht. Nee. Weil das wäre doch zu eng. Also noch ein paar Leute angebunden. Ja, sie sind nicht alle tot. Nee. Das dauert nicht mehr lang, würde ich sagen. Ist das... Ja, krass. Das ist seine Waffe, oder das ist seine, was? Ich wollte gerade sagen, das ist seine Waffe, oder? Ja. Scheiße. Ein verlorenes Gerücht im Echo der Ewigkeit. Kehre zur Nichtigkeit zurück, von der du gekommen bist. They all like to talk. So, Geschützturm, zack. Oh. Und man kann seine Waffe kaputt machen, ne? Jungs, fliegt nicht bei mir rum, sondern geht dahin. Na, der Hund kann mich aufstellen. Oh, hallo. Mal passieren, wo er seine kritische... Ah, okay, an seinem Gesicht, ne? Irgendwas Schlechtes. Da beschwört ein paar Leute. Ah, da kriegen wir unsere Muni wieder. Das war's. Oh, mich hat er mit so einer Energiesäule erwischt. Ja, ich komm. Und der Hund ist gerade out of order. Ja. Oh. So. Nein! Das kann ja nicht wahr sein hier. Gut ist, er konzentriert sich auch manchmal aufs Geschütz. Ja, gefällt mir auch sehr gut tatsächlich. Ups, ich habe auch gesehen, dein Geschütz weggenommen. Wie? Und du kannst es auch nehmen? Wie geil! Ich wollte Munition aufgeben. und jetzt war ich ein bisschen überfordert von der gesamten Situation. Jetzt hat er mich gerade niedergeschlagen. Ja, ich muss mich aber kurz selber heilen. Ach, überall, hier liegen überall die Leichen rum, ne, in dem in seiner Arena. Ja. Da komme ich mal ganz gut bei eigentlich.
Nimm doch dein Herz. Dann nimmt er dann sein Herz. Da ist er! Das war ja easy. Der Knauf des Peinigers erhalten. Nimois blutbeschmiertes Gelöbnis erhalten. Mhm. Ein Eigenschaftenpunkt. Ein Eigenschaftenpunkt. Dass man jetzt nicht selber auf den Thron klettern kann, ist natürlich echt eine Chance, wa? Vielleicht Tomb Raider hier. Naja, aber wenn man jemanden, wenn man den König vom Thron das kämpft. Stimmt, da will man eigentlich erwarten, dass man da aufsteigen kann. Ne? Lass uns mal zu der Tante gehen. Ja. Die Tante, lass sie das bloß nicht hören, ey. Das leuchtete vorher auch blau und die andere Dimension war rot, ne? Ja. Ja. Wie gesagt, ich fange an, Sachen einzubilden und. Ja. Voll. Wollen wir nicht per Schnellreise? Wie willst du denn da per Schnellreise hin? Ja, zu dem Gebietsstaat. Das ist, da haben wir doch den Shortcut freigeschaltet. Achso, du willst quasi unten rumgehen. Ja. Wie ist denn das? Ist das denn das Lossum-Ding? Ach nee, warte mal, ich kann ja auch innerhalb des. Genau. Warte mal, das ist dann Kammer der Ungläubigen. Ich vergesse das, das habe ich total vergessen. Ist das dann. Ist das die schwermütige Promenade? Nee, die schwermütige Promenade ist oben. Da ist noch ein Fragezeichen. Die vergessene Kommune ist unten. Palast des einzig wahren Königs. Pfad der Gefallenen. Küste der. Ich glaube, Küste der Verzweiflung ist das. Ja, klingt richtig. Stimmt, man kann ja innerhalb der Gebiete auch noch mal reisen. Yes. Oh, I forgot about that. Passiert, dafür hast du ja mich. Jetzt haben wir nicht dieses Medaillon-Ding für da oben. Ich bin gespannt, ob sie uns da vielleicht was gibt. Ja. Ich hatte ja schon zwischendurch kurz erwartet, dass wir hinter dem Raum dann kämpfen. Oder sowas. Oder war es relativ easy eigentlich, oder? Ja, na, du hast halt Schützen. Jetzt auch echt starke Waffen und das Geschütz und so. Und ich weiß nicht, ob er vielleicht ja. eher zu mir skaliert, weil ich habe ja jetzt nicht weiter gelevelt. Ja, das kann sein. Oh, du bist immer noch leise. Ja, unglaublich. Okay, also bei ihr gab es jetzt aber nur ein Amulett. Unzählige Türen und ferne Welten, seltsame Gesichter und unentdeckte Horizonte. Das ist es, was ich in deiner Zukunft sehe, Fremdling. Es liegt in deinen Händen. Aber okay, also ich kann halt mit dir reden, aber so einen richtigen Abschluss für das Gebiet gibt es jetzt nicht, ne? Nee. Obwohl das, glaube ich. Ich glaube, das war in Remnant 1 auch schon, dass man die Adventure, dass es im Grunde genommen keinen richtigen Endpunkt für die Adventures gab, ja. Sondern dass man einfach selber rausgehen musste. Das hatte mich, glaube ich, bei Remnant 1 auch schon ein bisschen irritiert, dass da nicht irgendwie hier, Gratulation, Sie haben den Endpunkt erreicht. So, wie, was denn jetzt? Nee, es ist einfach. Ich habe nichts dazu zu sagen. Mehr bekommen Sie von mir nicht. Okay, danke.
Was ist denn das? Deaktiviert die negativen Effekte von Bürdenringen, begrenzt die maximal gewonnene Gesundheit um 20% für jeden deaktivierten Effekt. Also es gibt ja ein paar Ringe, die haben, die geben dir was Gutes, ja, aber dafür, weiß nicht, kriegst du halt minus 10 totale Gesundheit oder sowas. Ja, ja. Und genau. Mein Gott, deine Rüstung ist so geil, das ist der Wahnsinn. Kann ich dir zeigen, wo man die kriegt? Ein bisschen, es hat echt ein bisschen was von, auch von einer Mischung aus Killzone, einem modernen Splinter Cell und Dune. Ja, ich und dieser Helm mit diesen fünf Lichtern, irgendwie kommt der mir auch so bekannt vor. Ja. Aber ich weiß nicht woher. Da hatte ich auch noch diesen Helm, der halt nur so ein Ding hat. Ah ja. Ist der eigentliche Helm und ich habe noch ein leichtes Outfit quasi. Wobei der aussieht, als die sollen da einen Kopf reinpassen. Ja, das freue ich mich auch. Das gibt's halt auch. Das sieht halt wirklich sehr Freeman-mäßig aus. Ja. Und auch ich habe die Skins verglichen. Also wenn du jetzt mal auf meinen Kopf achtest und ich jetzt mal aber meinen normalen Kopf nehme, der ist viel größer. Ja, ja, ja. Ja, da wird der ganz schön zusammengequetscht. Ja, kompakt. Da darf man im wahrsten Sinne des Wortes keine dicke Lippe riskieren. Okay, dann gehen wir mal hier zum Stein. Ja, warte, ich ziehe mich aber nochmal wieder um. So. Jetzt ist halt die Frage. Also ich habe mir gerade gelinst, wie es dann sich mit diesem Archetypen verhält. Ja. Und den soll man wohl in der Nähe der Docks finden, wo halt diese Boote im Wasser sind. Aha. Was heißt einfach finden? Finden? Also da in der Nähe ist der halt, befindet sich der. Oder das Item, was man dafür braucht. Ist es einfach zum Einsammeln, oder wie? Naja, also es ist ja immer, man findet ja immer ein Item, das muss man dann zu diesem Wallace bringen, der kann das dann weiterverarbeiten und das kannst du dann slotten als den zweiten Archetypen. Also wir können hier gerne nochmal ganz kurz gucken. Du könntest auch sonst zwischen den Aufnahmesessions machen oder sowas, weiß ich nicht. Also einmal zu den Docks kann man schon nochmal gehen. Hier ist nur halt die ganze Karte jetzt wieder rot, also ich weiß überhaupt nicht mehr, wie der Weg war. Also ich meine jetzt nicht direkt den Hafen, sondern an der Stelle, wo du über diese kleinen Boote hüpfst. Weißt du? Ach so. Da in der Nähe steht jedenfalls auf dieser Webseite, die ich gerade mal gelinst habe. Ja, das ist ja gleich hier drüben. Warte, komm mal mit. Ja, ich komm. Ey, du bist so viel schneller als ich. Ah, wolltest du nochmal wissen? Ja, wollten wir mal gucken. Ach, aber ich weiß, man macht mit den, mit denen macht man die Dings, auch, erweckt man diese Vogelviecher, diese Gargoyle-Viecher auf, durch den Glockenschlag. Aber diese Springer sind ja auch gerade angerückt. So, dann hier nach links. Wie geht's zu den Docks? Mit den Booten. Ich habe jetzt nicht die komplette Lösung geschaut, sondern ich habe jetzt nur erstmal mir einen Hinweis geholt. Ja, ist okay. Also wir können ja jetzt müssen mal gucken. Aua, aua, aua. Man sieht ja in der Regel die Items schon von ein bisschen weiter zumindest leuchten. Also ja. Das sollte ja erkennbar sein. Ich glaube zumindest auch irgendwann mal zwischendurch auf einem Boot noch was gesehen zu haben, was wir nicht gesammelt hatten. Jetzt ist es nicht mehr da. Da war es wahrscheinlich nur Munition. Ich hatte nämlich gedacht, dass auf dem einen von den Booten zwischen den Stegen noch was lag. Aber gut, da kann man ja relativ schnell hin. Ey, wo kommt der denn jetzt weg? Ach, hier ist so eine Hexe.
Das ist noch ein Springer. Springer ist down. Hier ist noch ein Schütze. Wer ist das Geschütz? Ja, irgendwas feuert es noch. Das passt nicht mehr. So. Boot, Boot, Boot. Wasser? Genau, hier rechts vielleicht? Komm, da geht's noch lang. Oh, jetzt hast du mich ins Wasser geschubst. Oh, echt? Ja. Oh, ich geh zurück zum Checkpoint. Moment. Nee, warte, warte, lauf. Da kommen die ganzen Viecher wieder, ne? Ja. Es tut mir leid. Ja, 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 das würde ich jetzt auch behaupten. Ja, natürlich, ich kann ja nichts anderes behaupten. Guck mal hier. Ja. Hier waren wir noch nicht, oder? Nee, hier waren wir noch nicht. Oh, da höre ich auch ein Ritual. Was hast du denn hier für Schweinereien? Das würde doch sehr gut passen, wenn das hier liegt. Guck mal, zerlumptes Püppchen. Ah ja. Ich sollte Wallace danach fragen. Aber ich müsste es jetzt auch haben, oder? Ja. Wer war ich überhaupt, bevor ich die Dunkelheit bat, ihre beruhigenden Branken in meinem Kopf zu stecken? Ich war elend und klapprig, schwach wie alle anderen dran. Aber ich bin nicht mehr wie sie und Erinnerungen sind für Kinder. Die Hexe hat das Ritual begonnen und bald wird die dunkle Zauberei mir gehorchen. Ich werde diese elende Welt zweimal verfluchen. Jede Qual, die ich erlitten, jede Folter, die ich unterdrückt habe, wie lange ich mich nach dieser dekadenten Nacht der Abrechnung gesehnt habe. Ich wünschte nur, dass ich das Ritual in all seiner herrlichen, erwärmenden Ganzheit erleben könnte, den letzten Vers von diesen uralten, vertrockneten Lippen zu hören. Doch es müssen weitere Vorbereitungen getroffen werden. Wenn der erhabene König aufgestiegen ist und der letzte Dran sich unterworfen hat, dann wird die Dunkelheit das Einzige sein, was übrig bleibt. So, so. Ja, haben wir das auch mal erfahren. Okay, cool. ja, aber dann haben wir den DLC jetzt erstmal gemacht, würde ich mal sagen. Nice. Soweit. Und ich überlege. So, ist dann nochmal den Endboss wagen. Ja, oder halt doch nochmal ein Adventure. Also ich hätte fast Lust, bevor wir zum Endboss gehen, in unserer nächsten Session noch einmal eine Adventure-Runde in Nerun zu machen. Nerun. Weil ich es einfach vom Setting her cool finde. Ja, gerne. Und einmal im Adventure-Modus durchzugehen, weil der ist relativ... ich glaube, dass das jetzt hier zum Beispiel schon ein relativ langer Adventure-Modus war. Weil das war ja im Grunde genommen richtig jetzt, glaube ich, schon diese Story-Kampagne vom Adventure-Modus. Und den hat man ja im Adventure-Modus nicht unbedingt. Also zumindest im Teil 1 war das nicht unbedingt so, dass du dann nochmal in das Gebiet gekommen und hast vielleicht auch so Einzel-Events gehabt, aber du hast nicht unbedingt zwingend dann nochmal die eine von den Hauptkampagnen-Questlines gehabt. Also in meiner Erfahrung hier, ich habe jetzt ja auch nochmal, ich habe in meiner Kampagne und im Adventure-Modus die Route nochmal gemacht und da hatte ich durchaus auch nochmal Story im Abenteuer-Modus. Okay, dann müssen wir probieren wir es einfach beim nächsten Mal aus. Alles klar. Bis dann, tschüss. Tschüss.